Die Jugendwerkstatt Stolberg ist 1985 vom Verein Jugendberufshilfe Stolberg gegründet worden, wird unterstützt vom Landschaftsverband Rheinland, von der Stadt Stolberg und vom Bistum Aachen und ist für Jugendliche, halt, die nach der Schulzeit nicht wissen, wie es weitergehen soll. Am Anfang war es wirklich, war ich ein bisschen nervös noch, habe ich mir Gedanken gemacht. Ja, wie denken die Leute über dich? Wie machst du das jetzt? Aber es läuft hier in einem ruhigen Tempo. Das heißt, hier wird kein Druck gemacht, kein Stress. Man findet sich relativ sehr schnell hier rein. Wir machen hier verschiedene Projekte. Ich habe vor kurzem ein Terrarium gebaut für Mäuse. Und jetzt gerade habe ich einen Bierkrug gebaut. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß. Jedermann mag. Anders ist es heute, ich vermisse meine Leute, ich vermisse das Kochen, das Lachen, all die Freude, doch das Kochen in der Werkstatt befreit mein Spirit, Digga. Und wir zeigen Corona den Mittelfinger. Also ich habe den Rap geschrieben, um zu vermitteln, dass man trotz Corona immer noch seinen Spaß haben kann. Wir arbeiten in drei Werkbereichen und entwickeln mit den Jugendlichen zusammen eine Perspektive, wie es nach der Zeit bei uns weitergehen kann. Das kann sowohl im beruflichen wie auch im privaten Bereich halt sein. Und immer wenn dieser Schritt gelingt, wenn die einen Schritt weitergehen, dann ist unsere Arbeit erfolgreich.